Hallo Freunde des Klemmersteins. Willkommen bei Karlchen klemmt. Ich bin Lukas und das ist Karlchen, eure Gal. Und wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe von Der Verrückte klemmt irgendwas. Ich weiß es auch nicht. Das hat mich. Also wir haben ein neues Set und wir starten gleich rein. Blue und Beta Velociraptor Capture. Bei diesen Sets sind ja die Namen alle auf Englisch. Also das ist ein 30-Euro Set. Also 30 Euro in der kleinen Box für sage und schreibe 181 Teile. Also wir gucken uns, ich war ein bisschen enttäuscht. Ich war ein bisschen enttäuscht, das ist klar, ich wollte den Dino haben, ich wollte halt Blue haben, aber der Rest ist halt überschaubar. Der Rest ist überschaubar. So. Wir haben einen Pickup. Der ist sehr barebones. Man kann das da abnehmen. Hier ist so eine Hinge Modi oder ein Plate Modified, wo man das auflegen kann. Da drin sitzt der Bösewicht. Wie heißt der? Wayne Delacorte. Ich denke immer Frank Delacorte. Wayne, aber Wayne, der ist halt böse. Weil er ist böse. Der Film erklärt das auch nicht wirklich. Er ist einfach ein böser Typ. Und was will er mit dem Pickup? Er hat nämlich hier was Böses vorbereitet. Einen faltbaren Käfig. Und mit einem. Im Film ist es. Also es basiert auf Jurassic World 3. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Steht es hier irgendwo? Nö. So. Also auf dem aktuellen Jurassic World Film beruht er. Jurassic World. Ich habe den vor 2 Wochen geguckt, ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Jedenfalls Käfig und jetzt die Dinos. Wir haben einmal Blue als Raptorin. Schöner Mold. Schöne Figur, hat nur eine kleine Macke, die zeige ich euch gleich. Und hier ist Maisie. Das Ding ist halt, hier hinten steht da halt drauf, wie groß ein Raptor ist. Und hier steht jetzt Höhe 1,7 Meter. Also 1,70, was nicht groß ist. Also ich bin 1,93, ich bin Kopf größer. Also eigentlich, also ich wäre so. In dem Maßstab. Sind das Zwerge? Oder war Lego einfach zu feige, sich einzugestehen, dass man das... Oder, na, Blue als großes Vieh macht halt wesentlich mehr Spaß. Also Blue dürfte höchstens so sein. Vielleicht ein bisschen größer. Also, das ist der Böse und Blue wäre realistisch so ein Stück größer. Dann wäre halt ihr Kind, Beta, die Namen denke ich mir nicht aus, natürlich wesentlich nochmal kleiner. Das wird natürlich keinen Spaß machen. Deshalb haben wir hier so einen gigantisch großen Raptor, der unrealistisch groß ist. Also Velociraptoren sind sowieso nicht groß. Übrigens, wenn ihr mal einen Velociraptor sehen wollt, in Aktion, dann guckt euch mal Nilwaraner an. Weil die sind genauso groß ungefähr wie Velociraptoren, mit rasiermesserscharfen Krallen und wollen dich tot sehen. Die hassen dich. Also Nilwaran ist ein blödes Haustier, weil die wollen dich tot sehen. Die haben Krallen, die haben einen langen, peitschenartigen Schwanz, die tun weh.
Ich will keinen. Ich will. Ich, mir reicht so ein Waran. Der sitzt da und sitzt. Okay, wir haben einen Sack. Brauchen so wirklich viel Fleisch. Ja, jedenfalls hier der Versuchsaufbau. Blue und Beta hüpfen halt durch die Pampa. Also, das ist. Also, zur Erklärung, was genau machen wir hier eigentlich? Also, wir haben Wayne Delacorte, wir haben Maisie auf ihrem Rennrad. Jetzt, was ist der Kontext zum Film? Also, die ersten 10 Minuten spoilere ich euch jetzt. Also, Maisie ist ja dieses Klonmädchen. Und Claire und. Wie heißt der Held nochmal? Claire und der Held, also von Chris Pratt halt. Ziehen die als Tochter auf, irgendwo in der Blockhütte am Arsch der Welt, wo es richtig schön kalt ist. Keine Ahnung, Montana vielleicht oder Alaska, irgendwie so ein, oder Kanada. Und Maisie wird halt so ein bisschen, hat Hausarrest gewissermaßen und darf halt nicht unter Menschen, weil es könnte ja irgendwie gefährlich sein, weil sie ist ein Klon und so weiter. Warum wird nicht erklärt, aber sie darf nicht raus. Aber sie schnappt sich halt immer ihr Mountainbike, was echt schick designt ist, und düst halt durch die Gegend. Und. Okay, ich könnte jetzt den Film spoilern. Jedenfalls, sie fährt da gerade durch die Gegend und rein zufällig gerade wohnen. Blue und ihr Sohn Beta in derselben Ecke, wo es schweinekalt ist und wo ein Raptor ohne Fell nicht unbedingt überleben würde. Jedenfalls, die wohnt da. Und sie düsen da Gegend und Blue und Beta ist halt doof, der riecht halt den Braten, geht da rein und wird gefangen. Im Film ist das natürlich wesentlich dramatischer, da wird er recht in die Baumwipfel hoch erhoben und gefangen. Hier kommt er einfach in so eine Kiste rein und da kommt er auf den Truck. Dann geht der Böse, packt er seine blöde Kanone rein, die nicht, sowieso nicht gebraucht wird, die aber immer Leos jetzt dabei sind und düst davon. Und dann düst er halt, dann düster, 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 düster halt, er fährt halt davon. Und Maisie, die halt eine Rampe hat, die im Film nicht gebraucht wird, die fährt halt durch die Gegend und zufälligerweise fährt sie dem Bösen die Arme, und der Böse will eben nicht nur Beta haben, sondern auch sie. Und jetzt Achtung, Spoilerwarnung, 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 es gibt kurz und weg. Oder halt einfach die Ohren zu. Einfach. Der Böse im Spiel, diese Diosync oder sowas, Biosync, die haben genetisch manipulierte Getreidesachen auf den Markt gebracht. Und damit sie die Leute dazu treiben wollen, ihre Sachen zu kaufen, haben sie eine Riesenheuschrecke oder genetisch entwickelt, die Getreidesorten von allen anderen angreifen sollen, damit die dazu übergehen sollen, das Getreide von Biosync zu kaufen. Und das eskaliert total und führt zur Katastrophe, die im Film nicht beschrieben wird und so weiter. Und aus der DNA von Beta und Maisie kann man ein Gen raus extrapolieren, was man verwenden kann, um diese Krise zu stoppen. Das ist der Plot. Also ich hatte Spaß am Film, weil Dino, 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 Dino. Ich hatte Spaß im Film, meine beiden Kumpels nicht so viel, die fanden den eigentlich scheiße. Aber ich hatte Spaß im Film und jedenfalls in dem Moment, wo Beta gefangen ist
Und der böse Delacorte hier lang düst, findet es ist halt auf einer Brücke alles und sie fährt ihm in die Arme sozusagen. Und dann wird sie halt eben noch reingestopft. Und der fährt weg und die Abenteuerjagd gewinnt, weil Chris Pratt und Claire wollen unbedingt Maisie wieder haben, weil es ist ja ihre Ersatztochter. Und ja, und Beta, nein, nein, Blue wird einfach zurückgelassen, die chillt da einfach in der Kälte. Was Raptoren halt machen, bei minus 10 Grad im Eis rum chillen. Eiszeit nachspielen halt. Genau. Das ist der Plot der ersten 10 Minuten. Jetzt habe ich ja natürlich ganz verheimlicht, wie die Viecher aussehen. Also, Wayne Delacorte hat einen sagenhaften Beinprint. Maisie hat nur einen Torsoprint auf beiden Seiten. Maisie hat auch so ein Dual-Molded Hairpiece. Mit einem Beanie, der echt ganz cool aussieht. Er hat mich an die Socke, die ich manchmal trage. Und ja. Also jetzt mal gesprochen, 181 Teile. Das ist nichts. Das ist nichts. Und das ist wirklich bare bones. Hätte jetzt nichts wegsparen können noch. Vielleicht die Außenspiegel. Vielleicht ein Grill. Der ist so eigentlich lieblos. Also der Dino macht Spaß, aber das ist lieblos. Ich habe den, das hat nur wegen Blue gekauft, nur wegen dem Dino. Das ist hier sozusagen das Beiwerk. Und es ist einfach so, wenn du die Teile vor dir hast, das ist einfach nichts. Das ist so ein Häufchen. Und dann hast du ihn nach 10 Minuten gebaut und dann steht er hier vor dir. Das ist schon hart. Da hätte ich mir beim 30-Euro-Set echt mehr gewünscht. Wir haben nur das bekommen. Ja. Ich will nicht so negativ sein. Es ist trotzdem. Es ist ein Pickup. Mit schönen großen Reifen. Mit einer Kabine, wo man eine Figur reinsetzen kann. In Rot. In Rot. Passt zu mir. Obwohl ich nicht so ein Fan von Weiß bin. Das finde ich ein bisschen langweilig. Ah, hier. Kellerbräune. Die Figuren sind süß. Irgendwie Wayne Delacorte hat irgendwie so eine Tätowierung auf der Wange. Sieht aus wie ein Dino. Ich weiß nicht warum. Ich habe keine Ahnung. An der Schlange. Das sind schöne Figuren. Das hier ist. Keine Ahnung. Blue super. Kann ihre Hände bewegen. Und die Beine auch. Ist ein schöner Mode. Kann auch den Kopf drehen. Um 83 Grad. Und das Mäulchen aufmachen. Okay, böse. Ah. Hand abfressen. Und das mit dem Käfig ist eine lustige Idee. Also auch super simpel gebaut. Und Blue, also Beta, der ist putzig. So, Huckepack. Also die beiden Spoiler, die werden vereint. Irgendwann.
Aber ich glaube, diejenigen, die sich dieses Set kaufen, wollen entweder die Dinos haben oder haben den Film geguckt. Und wer die Dinos haben will, der ist richtig nicht für den blöden Plot. Also der wirklich dünne ist, der Plot. Der ist wirklich dünn. Aber wir haben's. Wir haben noch eine Kette als Ersatzteil. Und ein bisschen Gemüse. Aber nichts Spektakuläres. Baue das mal kurz zusammen. Das ist hier wahrscheinlich. Also man kann auch so. Hui! Komm, bleibt da drauf. Ah! Lego at its best. Der kriegt die Knarre. Ach ja, hab ich vergessen. Der hat eine rote Hand und eine schwarze Hand. Der Böse. Ich habe keine Ahnung warum. Hat er aber. Also, wir haben's. Wir haben die Huckepack-Dinos. Wir haben das Mädel auf dem Rad. Wir haben den Bösen. Wir haben den Pickup. Und das gehört nicht dazu. Und wir haben's. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn ihr Spaß hattet, lasst doch mal einen Daumen hoch. Oder wenn es euch richtig super gefallen hat, dann drückt mal auf Abonnieren. Das würde mich sehr freuen. Und vergesst die Glocke nicht. Es gibt dazu irgendwann nochmal eine Stop-Motion-Animation mit Karl. Das heißt Karlchen. Wie der. Ah, ich werde sehen. Ich werde sehen. Wahrscheinlich erst irgendwie nächstes Jahr. Weil ich bin noch nicht so fit in Illustrator. Ja, wir haben es. Ich habe es schon gesagt, oder? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Haut rein. Ciao.